Tschechien nimmt Abschied von dem verstorbenen Schlagerstar Karel Gott. Sein Sarg wird heute in Prag öffentlich aufgebahrt. Es wird mit Zehntausenden gerechnet, die ihm die letzte Ehre erweisen wollen. Karel Gott war am 1. Oktober im Alter von 80 Jahren gestorben. Nicht nur in Tschechien war er ein Star. Die goldene Stimme aus Prag verkaufte weltweit mehr als 50 Millionen Tonträger. In Deutschland wurde der Sänger vor allem durch Lieder wie Babitschka und Biene Maja bekannt. Als die Sonne gerade aufgeht, kommen die ersten Fans. Insgesamt erwartet Prag in den nächsten Stunden aber bis zu 300.000 Trauergäste. Es wird ein Staatsakt für den größten Entertainer der Tschechen. Doch Karel Gott ist mehr, ein Weltstar, von Millionen geliebt. Karel Gott ist ein großartiges Beispiel für einen Mann, der selbst dann bescheiden und angenehm blieb, wenn er einen solchen weltweiten oder zumindest europäischen Erfolg erzielte. Das Land hat nicht nur seinen beliebtesten Showstar verloren, sondern ein Nationalsymbol. Seit seinem plötzlichen Tod am 1. Oktober macht ein Kerzenmeer die Straße vor Karel Gotts Villa unpassierbar. Hier trifft man Menschen, die über ihre persönliche Verbindung zu dem Star erzählen. 1968 besuchte ich meine Tante hier in Prag. Ein Panzer zielte auf ihr Fenster. Dort hörte ich zum ersten Mal Lady Karneval, eines seiner bekanntesten Lieder. Ich, ein 8-jähriger Junge, habe mich beim Hören von den Ängsten der Invasion zum Prager Frühling erholt. Ich kannte ihn vorher nicht, aber seitdem habe ich das Lied und ihn geliebt. Er war ein sehr netter Mann. Ich habe ihn seit meiner Kindheit ziemlich oft getroffen, als wir hier in die Nachbarschaft gezogen sind. 2 Tage lang nehmen Tschechien und die Welt Abschied von Karel Gott. Ganz sicher wird dann auch das Duett mit seiner 13-jährigen Tochter Charlotte zu hören sein. Ein Lied mit dem tröstenden Titel Herzen erlöschen nicht. Tschechien ohne Karel Gott. Ein Land ist im Ausnahmezustand. Und wir schalten jetzt zu unserem Korrespondenten Danko Handrik nach Prag. Ja, vor über einer Woche ist Karel Gott gestorben. Wie sehr ist die Trauer über seinen Tod in der Stadt denn noch zu spüren, Danko? Ja, diese Trauer, die ist nicht nur in der Stadt zu spüren. Wir haben ja gerade Interviews mit Tschechen gehört. Sie ist wirklich im ganzen Land zu spüren. Schon kurz nach seinem Tod, da gingen Fahnen auf Halbmast, vor allem auch in seiner Heimatstadt in Pilsen. Kondolenzbücher wurden im ganzen Land ausgelegt. Ich war gestern noch mal in der Straße, wo Karel Gott gewohnt hat, in Smíchov nad Bertramko. Da ist vor dem Haus wirklich ein Blumen, ein Kerzenmeer. Dahin pilgerten die Menschen, um sich eben von Karel Gott zu verabschieden. Und kurz nach der Nachricht des Todes von Karel Gott, da traf ja auch sofort die Regierung in einer Sondersitzung zusammen, um dieses Begräbnis zu organisieren. Das zeigt eben ja auch, welchen Stellenwert Karel Gott hier für Tschechien hatte. Ja, angekündigt, wie hat sich die Stadt denn auf den Ansturm vorbereitet? Naja, die Stadt hat sich vorbereitet, so gut wie möglich. Es kommen ja verschiedene Punkte heute zusammen. Die ersten, die sich hier von Karel Gott verabschieden wollten, die waren hier auf der Brücke zum Sophienpalais. Schon kurz nach Mitternacht standen sie an. Und man kann ja jetzt mal kurz hier hinter mir sehen, wie sich die Schlange immer weiter entwickelt. Zehntausende Menschen stehen hier gerade an. Von der Altstadt geht die Schlange rüber auf die Kleinseite, wo eben Menschen anstehen, um Karel Gott noch mal das letzte Geleit auszusprechen. 300.000 Menschen, damit hat man gerechnet, aber so viele werden doch gar nicht reinkommen, sagen dann viele. Man rechnet so, dass etwa 50.000 Menschen sich beim Sophienpalais von Karel Gott verabschieden können. Karel Gott ist da aufgebahrt in einem Sarg auf einer Bühne, wie könnte es anders sein? Und auch hier oben hört man noch die Klänge, die von da drüben herüberklingen, Lieder von Karel Gott auf seiner letzten Fahrt. Wie werden die Trauerfeierlichkeiten denn ablaufen? Was ist da geplant? Heute kann sich die Bevölkerung von Karel Gott verabschieden. Morgen dann ein großer Gottesdienst im Veitsdom auf der Prager Burg, die Sie hinter mir sehen. Da werden noch mal Prominenz kommen, da werden enge Weggefährten von Karel Gott sich verabschieden. Und auch diese Trauerfeier, sie wird auf großen Videoleinwänden auf dem Prager Burgareal übertragen. Und auch da morgen werden dann noch einmal Zehntausende Menschen kommen. Mhm. Noch ein Tipp für jene, die sich jetzt auf den Weg nach Prag machen wollen, um Karel Gott die letzte Ehre zu erweisen. Wie anreisen?
Ja, ich würde ja sonst immer natürlich die Bahn empfehlen, aber dann hier in Prag ist mit einem wirklichen Verkehrschaos gerade am Nachmittag zu rechnen. Es sind die Trauerfeierlichkeiten für Karel Gott, die hier stattfinden. Dann findet heute Abend noch ein großes Lichtfest hier in Prag statt. Zudem werden 600.000 Besucher erwartet. Und dann kommt noch ein Fußballspiel der Nationalmannschaft gegen England dazu. Also es ist sehr, sehr viel los in der Stadt. Viele Hotels sind schon ausgebucht. Also es ist ganz schwierig, wenn man jetzt kurzfristig eine Fahrt nach Prag plant. Mhm. Vielen Dank nach Prag, Danko Handrik. Dankeschön.